Macht Sinn. Du fährst nach unten, bitte. So, jetzt bauen wir noch ein viertes Kraftwerk. Ich glaube, mehr dürfen wir dann auch nicht bauen. Und dann haben wir nämlich beide Ölfelder abgedeckt, die ja so schön voll sind. Und dann können wir uns eine richtig schöne Streitmacht aufbauen, um den Gegner niederzuringen. Sagt er und wurde dann selbst niedergerungen. Ja, kann passieren. Ich hoffe es aber nicht. So schnell nicht. Wie heißen die eigentlich? Berserker, ja, das hatten wir ja schon. Schrotflintenschützer und der Mechaniker, ja. Bin ich ja mal gespannt, was uns das Alchemielabor nachher uns alles eröffnen wird. Siehst du, jetzt kommt das Geld nämlich schon wesentlich schneller rein. Dann wird auch das letzte Kraftwerk gleich fertig sein. Dann kann das nämlich auch unten sammeln. Dann haben wir jeweils zwei Sammler für zwei Vorkommen. Ne? Ja, der letzte sollte es machen. Sehr gut. Oh, jetzt kommt da schon ein Freiwagen. Okay. Ja, er kommt schon mit mehr Einheiten. Einfach mal drüber hier. Sehr schön. Gut gemacht. Beide fahren runter. Perfekt. Dann machen wir jetzt gleich die Skorpione. Am besten auf unendlich. Genauso auch die schroten Flintenschützen. Schön auf unendlich. Da bauen wir jetzt nämlich unsere Streitmacht auf. Das sind unsere Verteidiger. Die bleiben auch da. Ja, ich lebe. Kannst du ja schon mal ein bisschen aufklären, bitte. Ich meine nämlich gesehen zu haben, dass da unten direkt seine Basis ist. Also so weit weg voneinander sind wir nicht. Mal sehen, wie das hier mit den Mutanten mit dem Radar ist. Ich denke mal, dass es hier genauso läuft wie bei den Überlebenden. Dass es halt einfach das komplette Spielprinzip ist. Also je nachdem, welche Fraktion man hat, dass es auf beides hinausläuft. Kannst du da runterschießen? Ja, er kann da runterschießen. Cool. Wollen ja schon mal so ein bisschen seine Produktion sabotieren. Oh, jetzt kommt er schon zurück hier. Ja, ich weiß, es passt hier nicht. Ziehen Sie sich schon zurück. Ja, ja. So ist das. Das war aber gut. Wir machen das weiter. Können wir ihn nämlich schon mal den Maschinenschuppen wegnehmen, dann verliert er nämlich schon 1000. Angriff. Oder kann nur einer von euch angreifen? Ja, ja, er produziert nämlich. Ja, ja, weiß ich. Sehr schön. Schön rüber. Sehr, jawohl, sehr gut. Ja, das war ja wohl nichts. Alter, die Mutanten hauen ja jetzt schon richtig rein. Oh, sind ja schon ein paar. Da er nicht reparieren kann, jedenfalls nicht ohne Techniker, dürfte das Gebäude recht schnell erledigt sein. Sehr schön. Mal sehen, wie schnell er das nachbauen kann. Das wird ihn nämlich ordentlich Geld kosten. Ich weiß, ich bin fies. Macht nix. Ist ja alles noch Anfang. Das wird sich noch bitterböse rächen, das glaubt man. Wir wissen ja, wie die KI tickt. Ehe wir uns versehen können, wird er ganz schnell zurückschlagen. Aber cool, dass wir direkt von oben angreifen können mit den Skorpionen. Finde ich gut. Hat so seine Vorteile. Ob das schon reicht? Also so kann man sich das vorstellen. So wird es auch bei uns gelaufen sein, als wir die Überlebenden waren. Nur, dass die KI halt alle Einheiten auf unendlich gestellt hat. Toll, genau jetzt kommt noch ein Skorpion hinzu. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Team 2. Hat er es sich gemerkt? Er hat es sich gemerkt. Also ich habe auch festgestellt, ich habe das tatsächlich beim anderen Spiel nochmal getestet. Empire Earth, wer hätte es gedacht? Bei Empire Earth gab es keine Probleme. Also es lag wirklich anscheinend nur an WKND. Bei anders kann ich mir das nicht erklären, warum das teilweise nicht geht. Also es scheint richtig so ein bisschen Glücksspiel zu sein, wie das... mal klappt es nicht. Also es ist ganz komisch. Nee. Sehr schön. Einer hat schon mal eine Beförderung bekommen.
Ja. Ah, hier. Sehr gut, das war sein Tankwagen. Gucken wir mal weiter. Aber noch kann er die nämlich nicht ersetzen. Da kommt der nächste. Ja, ihr müsst euch aber jetzt nicht direkt mit denen in den Weg stellen. Also die Skorpione schon, aber nicht die Fußsoldaten. Sehr schön, weil sonst werden die nämlich platt gemacht. Wie vorhin. Habt ihr ja gesehen, sehr eindrucksvoll. Das ist eine einzelne Hütte. Da haben wir sie ja. Voll, natürlich. Was anderes habe ich nicht erwartet. Ja, hier ist gleich direkt eine nebeneinander. Alles klar. Natürlich, selbstverständlich. Für die Feinherren Überlebenden. Damit er ja genügend hat. Hm? Weiß Bescheid, ne? Ja, marschiere los! Also die Skorpione sind echt gut. Für den Anfang sind sie echt gut. Aber wahrscheinlich wird das auch recht schnell aufhören. Aber für den Anfang gar nicht mal so schlecht. So. Ich finde das übrigens auch interessant, dass man hier die Gebäude gleich mit auswählt. Obwohl das eigentlich gar nicht nötig ist in dem Fall. Ja, das ist dann unsere erste richtige Mission, wo wir mit Basisbau gearbeitet haben. Erste richtige? Ja, kann man glaube ich so sagen, ne? Oder war die zweite schon mit ein bisschen Basisbau? Ich weiß es jetzt gar nicht. So, ihr seid jetzt Team 1. Team 1, Angriff. Achso, ich habe vergessen zu speichern. Ja, ist egal. Wir machen das schon platt. Sehr schön. So, dann gleich direkt den Vorposten platt machen. Er hat auch kein Geld mehr, also ist das gut, wie erledigt. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Das war das. Sehr schön. Das war das. Dank der guten Vorarbeit des Skorpions. Jetzt machen wir das platt, dann haben wir die Mission auch in der Tasche. Sehr schön. Jawohl! Das war Mission 3! Ah, Dakenhoe. Unser Oberhaupt ist beim Gebet. Er bittet um Vergebung für die Nutzung des Erdenblutes. Daher bat er Ranai, sich um den Krieg zu kümmern. Wir haben Angriffe gestartet und die trägen Symmetriker verteilten ihre Truppen für die Verteidigung zu weit. Sie hinterlassen einen Versorgungsposten mit zu schwacher Besetzung. Bilde eine Gruppe, inklusive einige unserer netten Maschinen, unsere geliebten Monster Trucks, und stiehl die verwaisten Tankwagen. Fliehe nach West mit mindestens 2. Auf bald. Okay. Mit mindestens 2. Wir sollen Tankwagen stehlen. Habe ich das richtig verstanden? Missionsbesprechung. Überfallt die Festung. Wegen unseren Angriffen haben die Symmetriker einen Versorgungsposten mit schwacher Verteidigung zurückgelassen. Stelle eine Gruppe mit ein paar Monster-Trucks zusammen und stiehl ihre verwaisten Tankwagen. Entkomme mit mindestens 2 Tankwagen nach Westen. Westen also. Okay, aber ich denke mal, dass... Ja, was? Könnte ich sein, wenn ich schlecht höre. Was? Hast du was gesagt? Und immer nur Oh, wir haben Flammenwerfer schon dabei, sehe ich gerade. Wir haben wieder 5000 Öl. Ich denke jedes Mal, dass wir dann eine Basis haben. Aber werden wir ja wohl nicht. Jedenfalls kann ich mir das nicht vorstellen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo es... Oh. Hier ist eine dicke Besetzung. Hier, Monster Truck einmal rüber. Ich sag rüber. So, hier. Okay, wir kommen sogar von Westen. Alles klar. Und die Karte ist recht klein anscheinend. Ich gehe mal einfach mal hier weiter Richtung Osten. Jawohl. Sehr schön. Ich finde es interessant, dass wir einfach 5000 Öl haben. Ah ja. Sag nicht, das ist schon die Basis. Ja, aber die Bewachung wird stärker. Ja,
Jawohl. Und jetzt den noch. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass die Mutanten irgendwie einfacher sind. Kann das sein? Irgendwie habe ich gerade so ein bisschen den Eindruck, dass dem so ist. Vielleicht täusche ich mich auch. Wir bleiben erstmal auf dem fruchtbaren Boden. Es kann nämlich sein, dass wir vielleicht dort die Basis vorfinden. Greift mal den da an, genau. Ja, da ist sie schon. Da ist sie schon. Speichern wir das mal unter Angriff. Oh, die sind ja nicht verwaist, die Tankwagen. Nicht wirklich. Die fahren ja rum. Verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz, ehrlich gesagt. Erstmal macht man den Schuppen da platt. Verdammt. Macht man den da erstmal platt da. Erst den Vorposten. Wie war das noch mit? Ist es einfacher? Das ist doch nicht der Vorposten, oder? Oh, hör doch mal auf, Einheiten zu produzieren. Mann! Machen wir jetzt den Vorposten platt und dann hat sich das hoffentlich erledigt. Na, guck mal, weiter geht's auch nicht. Aber das sind keine verwaisten Tankwagen. Ach du Scheiße, da kommen noch mehr. Ich bin gerade echt. Hä? Die sind doch nicht verwaist dann. Verstehe ich nicht. Muss ich ehrlich sagen. Jo! Was soll das denn jetzt? Das ist doch scheiße jetzt. Wieso kann der... Ach, jetzt hat er die Nummerierung wieder nicht gemerkt. Och, Mann. Oh, immer dieses... Oh ja, ich merke mir die Nummer nicht. Ich hasse es, echt. Wo sind denn hier bitte verwaiste Tankwagen? Die sind doch nicht verwaist. Ich habe gedacht, die stehen einfach inaktiv rum und warten nur darauf, dass man sie rausholt. Aber das ist ja eine komplette Basis, die sie da stehen haben. Und von wegen, die sind zu schwach. Da war ja wohl nichts. Schickt da einfach noch Einheiten von oben. Was ist das denn für Mist? Das ist ja blöd. Und vor allen Dingen, er baut immer weiter nach. Das finde ich auch beschissen. Wenn es heißt, er ist schwach, dann hat er auch keine Produktion. Dann kann er dann automatisch nachbauen. Das ist ja richtig blöd dann. Sowas finde ich immer beschissen, wenn die KI bauen darf und du nicht. Vor allem die KI übertreibt es dann auch immer gleich. Irgendwo hier wird geschossen. Zerstör einfach mal die Dinge. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Verstehe ich gerade ehrlich gesagt nicht. Es war die Rede von verwaisten Fahrzeugen, aber die sind ja nicht verwaist. Im Gegenteil, die werden ja benutzt. Ja, und jetzt lassen sie sich alle... Ja, toll. Alter, was hat der für Massen, sag mal.
Ja, so viel zum Thema, es ist zu leicht. Ja, das war ja wohl nix. Also merken lassen, nächstes Mal Klappe halten. Guckt euch das an. Das ist doch viel zu viel, was er da schon wieder hat. Wo sind denn die Ver... Da sind die. Ah, okay, alles klar. Ja, toll. Das hätte ich mal vorher wissen sollen. Da müssen die hin. Alles klar, wir machen mal einen Neustart. Sorry, Leute. Wir machen mal einen Neustart. Das heißt, die... Uppala. Das heißt, ich hätte mir die ganzen den ganzen Angriff da unten, den hätte ich mir komplett sparen können. Alles klar. Aber ich finde das beschissen, dass wir so klein, dass wir immer so kleine Streitkräfte haben, eher solche Massen und vor allen Dingen, dass er nachproduzieren darf. Gerade bei solchen Missionen. Aber das waren eher verwaiste Fahrzeuge. Und nicht die, die er genutzt hat. Das war für mich eher, ungenutzte Fahrzeuge. Das heißt, wir müssen schnell sein. Schnell rein, schnell raus. Das alte Rein-Raus-Spiel. So, verwickelt euch da nicht zu lange in Gefechte, sondern seht zu. Es muss wirklich schnell und direkt gehen. So, ich markiere die mal. Speicher auch noch mal. Ich weiß, er merkte sich das wieder eh nicht. Meinst du mich, Kano? Ja, natürlich meine ich dich, nicht den hinter dir. Immer noch nicht. Jawohl, ja. Kano. Das Blöde ist halt, man kann sie nicht alle ignorieren. Das ist das Problem. Jawohl, ja. Renn ich jetzt trotzdem voll in die Vorposten rein? Anscheinend ja. Fahrt, 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 fahrt. Seht zu, dass ihr wegkommt. Schade finde ich auch, dass die Einheit, dass das nicht hinspringt. Das finde ich sehr bescheiden. Ja, der wird das nicht schaffen. Meine Fresse, jetzt mach die fertig, ey. Es kann doch nicht so schwer sein. Die konzentrieren sich wirklich nur auf den Tankwagen, ne? Auf nichts anderes. Danke, und jetzt den da. Ja, sehr gut. Fang die ab. So, die fahren weiter und wir kommen hinterher. Hit and Run quasi wieder mal. Also es sind wirklich genau zwei. Die anderen beiden sind leider... Ne, drei sind es. Einer ist leider draufgegangen. Ist wahrscheinlich das Äquivalent zu dieser Escort-Mission, die wir hatten. Bei den Überlebenden. Die war härter, die Escort-Mission. Aber hier wusstest du, was du machen musst. Jedenfalls, wenn du es... Ne? So. Findet euch hier ein. Ja! Siehst du, geht doch. Wenn man weiß, wo man hin muss. Ja! Das Oberhaupt betet noch und wir beten für den Oberen. Aber nun zum Krieg. Unsere Späher berichten von einer Symmetriker-Truppe auf dem Weg zu meinem Dorf Grand Britain. Wir bereiten einen Hinterhalt auf der Südstraße vor, ihre kürzeste Route, aber sie sind dumm und nahmen die längste. Wir haben den Kontakt zur ersten Verteidigungsgruppe im Süden verloren. Und du brauchst deren Hilfe zur Abwehr dieses Angriffs. Denk daran, nimm Kontakt zu ihnen auf und schließt euch zusammen. Es dürfen keine Symmetriker-Truppen den Fluss überqueren. Wir können sie nicht stoppen. Mögen die Götter mit dir sein. Mhm. So. Okay, wir speichern schon mal. Es dürfte jetzt Mission 4 sein, also jetzt kommt doch eine Art Escort-Mission. Wir müssen jetzt nur halt dafür sorgen. Warte mal, was sagt denn die Missionsbesprechung? Die Missionsbesprechung sagt: Hinterhalt, nimm Kontakt zu unserer Abfanggruppe auf, schließe dich mit ihnen zusammen und verhindere, dass auch nur ein Symmetriker die Brücken überquert. Brücken! Das heißt, es sind mehrere. Okay.
Ach du Scheiße.